letzte Folge von Mad Max. Ja, wir machen jetzt nicht die Hauptquest weiter, sondern gucken uns mal da unten an. Da ist ja eine länger andauernde Quest, gibt's da. Genau, das gucken wir uns jetzt mal an. Wir haben den Wagen ein bisschen verbessert das letzte Mal. Roadkill. So, was, der fährt noch? Hallo? Nein, nicht Schrotflinte. Ah, jetzt geht der echt stiften hier. Drecksack. Naja, von mir aus. Dann wieder was zum Ausplündern. Hallo, Jungs. Stay put. Gebt mir eure Teile. Was haben wir hier für Nahrung? Ah, wieder Dinky D. Lecker, lecker, lecker. Cut View. No? Ich hab doch alles eingesammelt, oder nicht? Und nicht. Wasserspeicherteile. Aha. Die sind bestimmt da oben. Yeah. Wahrscheinlich können wir dann einfach in der Festung, wenn wir zurückkehren, jedes Mal wieder Wasser auffüllen, alles Mögliche machen. Finde ich noch ein cooles Gimmick. Okay, ich glaube, steht auf dem Berg. Vater, ich muss rauf. Der Berg ruft. Okay, ich glaube, die steht noch weiter auf dem Berg. Look, our dusty demon, our sandy screwer. Don't get too close. Oh, or it'll screw us too. Ja, wo denn? Ja, wo denn? Wo denn? Steht doch da unten. Verdammt nochmal. War das da oben auch mal ein Leuchtturm? War das hier alles Wasser, Meer?
Wo zur Hölle? Ihr wollt mich doch verscheißern, oder? Das Spiel verarscht mich. Da, oh Mann. Eleganter ausgestiegen. Whoopsie day. Strange gene drifter you. You got some fine wheels rolling there. Is that a nitro boost I spot on an intake? If so, stranger, there'd be some fine spots for you to let that baby soar. Verwende die Rampen in der großen Weißen, um einen epischen Sprung auszuführen. Belohnung, ein Griff auf ein Handzeichen. Ja. Okay. Aha. Unspektakulär. Easy pickings. Okay, das scheint jetzt aber wirklich nicht so schwer zu sein. Was ist das hier? Molotow-Schleuder. Als Teil der äußeren Verteidigungslinie als Langschütze Molotow-Schleuder jetzt noch im Kreis, indem sie brennende Flaschen mit entzündlicher Flüssigkeit wirft, die beim Aufprallen. Lässt man zu, dass sie gestärkt wird, kann eine Molotow-Schleuder häufiger schießen und dabei mehr Flaschen verteilen. The wasteland is generous, true, but most hot. Ah, da komme ich auch rein. Leaving her now. She won't protect you no more. Hey, don't cut. Hallo Jungs. Someone here. Lebt euch nicht mit Max an, ihr Penner. Nee. Ölbrunnenteile, Schrott, Insignien, Transfertanks, 10 Stück. Really? So, Waffe, gib mal her.
Ah, dort Transfertanks. Schieß mal einfach mal. Aber es gibt ja 10. Auftreten. Wo ist jetzt meine Waffe hin? Ist sie da runter? Tatsächlich. Ach, da haben wir die Teile, wunderbar. Das läuft ja. Ich hoffe, dass wir da bald mal was finden, dass wir da mal eins komplett machen können. Pipe ain't gonna help you, asshole. Hey! So, wohin geht der jetzt? Kommt der jetzt? Da ist er ja. So, Transfertank da. Ich habe erst 2 gefunden. Na, kommt mal her da. Das schon wieder? Kann man ja kaum vorstellen. Ja. So, war da nicht noch ein Tank? Ja. So viele, Mann. Dachte ich, das wäre hier so eine kleine Festung, weil gar keine Scharfschützen. Und dann sind hier drin 10 Scheißtanks. Das ist unfassbar. Da hinten sehe ich noch welche. Brennt er.
da sind auch Transfertanks drin, hä? Aha. Haben wir wieder was gelernt. Ah ja, doch, doch, da ist noch einer. Wo auch immer der jetzt herkommt. Auch Munition ist voll. Komm, ist noch ein Kanister da irgendwo? Benötigt Explosion. Mann. Ja, die haben wir. Schöner Mist, jetzt nochmal ein Tank. Weil durch die Tür komme ich nur durch, wenn es explodiert. Was ist das da? Ah, nett. Das sind diese Stäbe, die es auch im Film gibt, ne? Jede Menge Schrott. Kann ich da auch das Tor aufsprengen damit? Yes. Bringt mir halt nur nicht so viel. Nehme ich mir noch einen mit und dann gehe ich noch mal darüber. Da muss ich ja noch mal ein paar Tanks haben. Lager im Alarmzustand. Da kann doch gar keiner mehr übrig sein. Ach, da oben. Wo zur Hölle sind da noch mehr solche Tanks? Das ist ganz schön zeitaufwendig, die Dinger einzunehmen, hey. Da sollte doch was sein. Irgendwie oben drauf. Oh Mann. Aber wie komme ich denn da oben hin? Besser. Wo
Wo die scheiß Tanks sind, sehe ich aber trotzdem nicht. Boah. Sind die noch unterirdisch? Habe ich es da übersehen? Ich fasse ein bisschen das Gefühl gerade. Genau, da war ich nämlich nicht unten. Noch ein letzter. Dann nochmal hier hoch. Ah. Okay. Da ist er. Jetzt da runter springen, tut es mir weh, ja. Das dachte ich mir. Wo ist denn mein Magnum Opus? Ein Insignia ist noch drin, ein bisschen Schrott. Okay. Ja, und ja, das war jetzt nochmal eine Folge mit Lager einnehmen und so weiter. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut.